Herzlich willkommen bei FX Flat. In diesem Trainingsvideo zu unserer Forex Trading Plattform MetaTrader 4 erfahren Sie, wie Sie in einen Chart eine Trendlinie einzeichnen, wie Sie Fibonacci-Linien einzeichnen, sprich Fibonacci Retracements bzw. Fibonacci Extensions und wie Sie Indikatoren dem Chart hinzufügen. Zunächst beginne ich mit der Trendlinie. Sie finden die hier oben in dieser Werkzeugleiste, wo die unterschiedlichen Zeichen-Tools angeordnet sind. Wählen Sie dazu hier diese Diagonale hier aus, dieses Symbol. Das ist die Trendlinie. Nun können Sie ganz einfach hier eine Trendlinie im Chart einzeichnen. Wenn Sie diese Linie wieder löschen möchten, ganz einfach rechte Maustaste, gehen dann auf Objekte, markieren dann die entsprechende Trendlinie. Sie sehen das auch hier, dass sie markiert ist und gehen dann auf Löschen. Die zweite Trendlinie lösche ich jetzt auch und zeichne nun Fibonacci Retracements ein. Gehen Sie dazu auf das entsprechende Symbol und ziehen im Chart von einem Tiefpunkt mit gedrückter linker Maustaste bis zu einem entsprechenden Hochpunkt. Ja, also wenn Sie diese Bewegung sehen, von einem Tief zu einem markanten Hoch, dann haben Sie hier die Möglichkeit, dort die Fibonacci Retracements einzuzeichnen. Auch die lassen sich wieder löschen. Rechte Maustaste auf Objekte und dann wird das hier angeklickt und kann gelöscht werden. Ich wiederhole das nochmal. Sie können von einem Tief zu einem Hochpunkt die Fibonacci Retracement anzeigen, geht aber auch umgekehrt, je nachdem, ob Sie die Extensions angezeigt haben möchten oder nicht. Sie sehen jetzt hier in dem Fall, werden hier auch noch Extensions angezeigt. Jetzt, wenn Sie sich ein bisschen auskennen mit Fibonacci Retracement, sehen Sie, die 161er Linie fehlt. Das kann man natürlich auch ganz einfach ändern, und zwar indem Sie wieder dieses Objekt, diese Fibonacci Retracement auswählen, dann hier unter Fibo-Level das entsprechende Fibonacci-Level noch hinzufügen. Unter Anlegen können Sie dort als 1 eingeben, 1.618. Hier kann auch die Beschreibung rein. Und klicken danach auf OK. Und Sie sehen, das 161er Extension Level ist dem Chart hinzugefügt worden. Wenn man nun das Ganze mal hier verschiebt, sieht man auch, dass das hier ein markantes Hoch ist, also ein potenzielles Kursziel darstellt. Ja, so viel nun zu dieser Werkzeugleiste, zu diesen Zeichentools. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten hier, Objekte in den Chart einzuzeichnen. Rechtecke, Dreiecke, Andrews Pitchfork. Sie können Text hinzufügen. Also da stehen Ihnen fast alle Möglichkeiten offen. Wenn Sie noch einiges hinzufügen möchten, gibt es die Möglichkeit hier mit der rechten Maustaste über Anpassen diese Toolbar sich noch zu konfigurieren. Ja, also Sie sehen hier, es sind noch weitere verfügbare Zeichentools möglich. Einfach ein entsprechendes Zeichentool auswählen und dann über Einfügen dieser Liste praktisch hinzufügen. Ich lösche jetzt mal wieder die Fibonacci-Linien und zeige Ihnen nun, wie Sie Indikatoren der Plattform hinzufügen. Da gibt es hier oben auch einen Button. Einfach mit der linken Maustaste draufklicken und schon haben Sie eine Auswahl von verschiedenen Indikatoren. Ich wähle einfach mal die Bollinger Bänder aus, lasse die Einstellungen so, wie sie sind und mit OK sind sie dem Chart hinzugefügt. Wenn Sie hier diesen Abstand zur vertikalen Skalierung, also hier verändern möchten, gibt es hier dieses kleine Dreieck. Das können Sie auch mit gedrückter linker Maustaste
einfach verschieben, dann können Sie hier diesen Abstand vergrößern oder verkleinern. Falls dieses Dreieck bei Ihnen nicht erscheint, können Sie das auch hinzufügen. Dies geht auch ganz einfach mit der rechten Maustaste unter dem Punkt Eigenschaften. Wählen Sie hier unter Allgemeines den Punkt Chart Shift aus. Ja, also das muss aktiviert sein, damit Sie dieses kleine Dreieck haben, um sich hier einen entsprechenden Abstand einstellen zu können. Ja, an Indikatoren haben Sie, wie gesagt, hier eine ganze Reihe. Sie sind nach verschiedenen Themen geordnet. Der MACD zum Beispiel, den können Sie sich hier anzeigen lassen. Der wird unterhalb vom Chart angezeigt. Sie können das hier verkleinern oder vergrößern. Also da haben Sie sehr viele Möglichkeiten. Ja, das war es zum heutigen Thema Indikatoren und Trendlinien im Chart. Tschüss und auf Wiedersehen.